Wir wollen heute mal ankern. Ja, die beste Möglichkeit, ein Schiff aus dem fahrenden Zustand zu bekommen, wenn man nicht festgemacht ist im Hafen. Also dran denken, ein Schiff, selbst wenn es irgendwo stromtot steht, also heißt nirgends festgemacht ist, nicht vor Anker ist, das Schiff ist dann in Fahrt. So, jetzt gucken wir mal, wo können wir denn überhaupt ankern? Ja, wir sind hier auf dem Regsee, hier ist der Hafen, Edinburgh. Können wir hier ankern? Natürlich nicht, denn wir befinden uns im Fahrwasser. Genauso wenig könnten wir ankern hier in der Ausfahrt vom Hafen. Also auch dort besteht ein grundsätzliches Ankerverbot. Und selbstverständlich ist auch an Einmündungen, Kreuzungen oder so Ankerverbot. Und natürlich überall, wo das entsprechende Schild sagt, Ankern verboten. Also das findet man einerseits als Zeichen am Ufer oder auch in der Karte. Wir fahren jetzt mal rauf auf den Kölpinsee. Da können wir super ankern. Und wir gucken mal, wie der Wind ist. Also auch da schaue ich vorher mal so ein bisschen auf Windfinder. Denn da wollen wir natürlich auch keine böse Überraschung haben. Und dann schauen wir mal, worauf wir alles so achten müssen, wenn wir ankern. Aber jetzt geht es erstmal los Richtung See.